Hallöchen! Mich hat heute noch ein kleines Paketchen erreicht. Es passt noch, Merry Christmas, denn das kam direkt Heiligabend an noch. Das Ganze ist von True Night. Das ist. Hoch, ich bin gerade am Stativ gekommen. Das Ganze ist eine Mini-Taschenlampe. Eine True Night Mini. TIHI, Kaltweiß, ist ein neues Produkt, ist echt winzig, kommt in einer schönen Verpackung. True Night kennen die ein oder anderen vielleicht, die sich ein bisschen mit Outdoor beschäftigen, Bushcrafting und solchen Sachen. Die kennen True Night vielleicht, die machen echt gute Taschenlampen. Und mein Freund, der Laser, hat vor kurzem auch ein paar Taschenlampen von dieser Firma vorgestellt. Link von ihm ist in der Videobeschreibung, könnt ihr mal gucken, wenn ihr euch dafür interessiert. Wie gesagt, das ist jetzt hier so eine Mini, kommt in so einer schönen Plastikpackung. Ach, Plastik, was erzähle ich denn? Aluminiumpackung mit so einem schönen Merry Christmas Schriftzug hier auch nochmal. Und ja, wir gucken hier einfach mal ganz fix rein. Haben wir erstmal eine kleine Bedienungsanleitung. Gucken wir uns aber gleich nochmal genauer an. Ein kleines Säckchen gegen die Feuchtigkeit. Dann haben wir hier einen kleinen Clip für den Gürtel oder wie auch immer, wo ihr das Ganze dran machen wollt. Dann haben wir hier diese kleine Taschenlampe. Zieht euch das rein, wie klein die ist. Hier ist mein Daumen dagegen. Die ist echt winzig mit so einer kleinen High-End-LED drin. Diese gelben, die habt ihr wahrscheinlich alle schon mal gesehen. Krasses Teil, kann ich euch schon mal sagen. Dann ist hier noch ein Inlay. Und hier ist auch noch was versteckt. Und zwar haben wir hier noch einen Ersatzdichtring, weil diese Taschenlampe ist Spritzwasser geschützt und wasserdicht, glaube ich, 1 Meter. Gucken wir aber gleich noch mal richtig nah. Dann haben wir hier noch so einen kleinen Clip dran für. Hier ist der Dichtring, wie gesagt. Hier haben wir dann so einen kleinen. Wie heißt das denn? So einen kleinen Clip für den Schlüsselbund, weil ich sehe diese Taschenlampe wirklich so als kleine Haushaltshilfe, weil die ist sauklein, die könnt ihr wirklich überall hinhängen und hat eine echt krasse Leistung für ihre Größe, finde ich. Ja, jetzt zeige ich euch mal noch schnell. Hier habt ihr, wie gesagt, den Clip. Den könnt ihr jetzt zum Beispiel hier so dran klippen. Dann habt ihr hier diesen Ring. Den könnt ihr dann hier so einfädeln und dann das Ganze an eurem Schlüsselbund machen. Und ja, wir schrauben die mal auf. Das Ganze ist aus Aluminium gefräst. Sieht man hier an dem Gewinde schön, alles schön verarbeitet. Wahnsinn. Wirklich, das Ganze wird befeuert mit einer kleinen AAA-Batterie. Die steckt ihr einfach hier rein und dreht sie zu. Und wenn ihr sie ganz zudreht, leuchtet sie schon. Das ist der ganz kleine Modus. Gucken wir, wie ich es euch hier so zeigen kann. Die Modis werden durchgeschalten, indem man an der Taschenlampe dreht. Das ist der zweite Modus. Und das ist jetzt der dritte Modus. Dann kommt die Kamera schon nicht mehr klar. Und dann haben wir noch einen Strobe-Modus, wo die Kamera nicht mehr klar kommt. Aber das Ganze zeige ich euch jetzt nochmal draußen. Beziehungsweise im Flur, weil draußen regnet es heute und deswegen, tja, hat sich das mit draußen erledigt. Aber bis gleich. So, erstmal beim Praxistest im Hausflur. Das ist jetzt die mittlere Stufe. Das ist die hellste und das ist schon ein krasser Unterschied. Das ist die hellste Stufe. Carter guckt blöd. Copy. Wird sich leicht gestört. Und dann, achso, das ist noch die
Da erkennt man, glaube ich, kaum was. Da ist ein C an der Wand vielleicht mal. Ja, das ist die Mini-Mini-Mini-Stufe. Aber das, ich denke mal, wenn man jetzt hier so meine Hand sieht, das zum Kartenlesen oder sowas würde das noch reichen. Und wie gesagt, der mittlere Modus, das ist dann schon deutlich heller. Und dann volle Power. Wo ist denn der Kamera da? Und dann haben wir ja natürlich noch den Modus, wo die Kamera abspackt. Da bin ich wieder. Ich hoffe, ihr habt das einigermaßen sehen können. Andere Aufnahmen waren jetzt leider zur heutigen Zeit nicht möglich. Ich habe es in der Zwischenzeit mal noch diesen anderen kleinen Clip hier dran gebaut. Und ja, jetzt schauen wir mal noch in die Bedienungsanleitung, um so ein paar Daten zu erfahren. Den einen oder anderen interessieren solche Daten vielleicht. Deswegen möchte ich die auch noch gerne nennen. Vielen ist wahrscheinlich einfach nur wichtig, dass sie hell ist oder dass sie lange brennt. Und das Ganze erfahren wir jetzt mal schnell in der Bedienungsanleitung. Ich weiß das zwar auch so, aber ich möchte es euch gern zeigen, weil erzählen kann ich ja immer gern viel. So, also hier steht zum Beispiel, das Ganze wird mit dreifach A-Batterien befeuert. Das habe ich euch ja schon gesagt. Im High-Modus hat das Ganze 120 Lumen. Ja, das mit dem Spritzwassergeschütz, das habe ich euch ja auch gesagt. Und zwar ist das der IPX8 Standard. Dann kann diese mit einer von den kleinen Batterien in dem Firefly-Modus, das ist der ganz kleine Modus, 120 Stunden brennen. Das reicht, wie ich euch vorhin ja gezeigt habe, zum Kartenlesen reicht dieser Modus absolut aus. Ja, auf dem kleinen Modus, auf dem Low-Modus mit 10 Lumen, 6,5 Stunden, das ist quasi dieser mittlere Modus. Und auf High, also auf alles, was die Lampe hergibt, 120 Lumen, was schon krass ist, fand ich. Also der Raum war komplett ausgeleuchtet damit. Hat sie eine Lebensdauer von 30 Minuten. Und im Strobe-Modus 1 Stunde, das war dieser Flacker-Modus. Und ja, dann haben wir noch, was noch. Eins, zwei, drei. Die ist natürlich auch Staub- und Schlaggeschützt. Und zwar 1,5 Meter soll sie aushalten, wenn sie auf den Boden trifft. Arbeiten kann sie bei bis zu minus 40 und plus 40 Grad. Und ja, sie wiegt 14,3 Gramm ohne Batterie. Was ich schon echt krass finde. Ja, 70 mm sie lang, also 7 cm lang. Und 14 mm im Durchmesser. Ja, auf diese LED hier gibt es übrigens 20 Jahre Garantie, also Lebensdauer von über 20, also 20 Jahre plus. 20 Jahre geben sie halt. Und ja, finde ich schon echt krass. Also das ist echt, weil die auch so klein ist. Man kann sie jetzt auch für unser Hobby wunderschön verwenden. Sie passt halt wirklich überall rein. Den Verwendungszweck, den ich es dafür sehe, ist wirklich am Brett, wo ihr eure Schlüssel hängen habt oder sowas, wenn mal irgendwas ist, oder neben Sicherungskasten zum Beispiel, ist sowas echt perfekt für einen Haushalt. Für einen Outdoor-Bereich kann man sie zwar nutzen, aber da finde ich sie wirklich zu klein. Mag vielleicht gut sein, dass sie wenig Platz wegnimmt, aber man verliert sie dadurch auch schnell. Bin ich der Meinung. Mein Empfinden ist. Ja, hier sind halt, wie gesagt, noch so ein paar Sachen, wie ihr das Ganze allen ausschaltet, aber das habe ich euch ja soeben gezeigt. Ja, da möchte ich mich jetzt an der Stelle ganz herzlich bei TrueNight bedanken, dass sie mir das Ganze hier zur Verfügung gestellt haben, dass ich euch das zeigen kann oder darf. Ja, das soll es soweit gewesen sein. Ja, mein schlussendliches Fazit ist eine echt Top-Lampe, hat mich wirklich mega überrascht. Hätte ich nicht gedacht, dass da so viel Leistung aus so einem kleinen Ding rauskommt.
Ich meine, was kann ich euch mal zeigen? Ich zeige euch jetzt mal anhand von einem Radkreuz. Kennt sicherlich jeder. Was bei den Autos meistens dabei ist für 1 zu 10er. So klein ist diese Lampe. Das ist echt krass. Ich war echt erschrocken. Und was die dann für eine Leistung bringt, ist echt krass. Und ja, wie gesagt, wo ich sie einsetzen würde, habe ich euch ja eben schon gesagt. Und ja, das soll's soweit gewesen sein. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal und ciao.